Das ist der Abend, auf den die Allgäuer Kinder das ganze Jahr mit Zittern und Bangen warten. Wenn die Gläuse nämlich, so nennt man dort die Mehrzahl von Nikolaus, mit ihren Kuhglocken, ihren Hörnern, Ketten und Rasseln durch den Ort ziehen, dann machen die Kinder im Wohnzimmer ihre Hausaufgaben schon zum dritten Mal und sind ganz brav. Die Angst ist ausgestanden, denn am Schluss der wilden Hatz kommt die Bescherung. Da macht das Allgäu keine Ausnahme im Bayernland.